Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ori and the Blind Forest. In der letzten Folge, nachdem ich erstmal nicht wusste, wo es weitergeht, habe ich jetzt eine coole neue Stampfattacke gelernt, die ich hoffentlich nicht jetzt auch gleich einsetzen kann. Oh, hier ist schwierig. Also, die Attacke an sich ist gut und damit könnte man den auch fertig machen. Nur stand ich ein bisschen blöd und habe nicht gesehen, wo denn der Gegner ist. Ah! Da bin ich nicht so hoch gesprungen, wie ich es eigentlich geplant hatte. Ach komm! Ja, so einfach ist die Attacke dann scheinbar doch nicht. Hä? Also, warum man sie jetzt nicht gemacht hat, weiß ich jetzt natürlich nicht. Okay. Ja, bleib du mal da unten. So. Jetzt ist aber auch mal eine Ruhe hier. Eine Ruhe ist, wie man es hier in Bayern sagt. Okay. Habe ich befürchtet, dass das passiert, aber... Nee, kein Aber, das war blöd. Dass das so gekommen ist. Man muss immer nur aufpassen, nicht zu weit zu springen. Man weiß ja nie, wo man landet. Und regelmäßiges Speichern. Okay. Da unten müssen wir nicht mehr hin, da waren wir schon mal. Zum Glück habe ich hier gespeichert. Das war jetzt dann doch mal ein etwas einfacherer Gegner. Danke. So, dich brauche ich nämlich jetzt nicht mehr. Okay. Ah! Erwischt mich die blöde Spinne von da drüben noch. Kann das alles weg? Ja, hier waren wir schon mal. Ich hatte es mir doch gedacht. Ja, wir sehen ein bisschen, was haben wir hier noch überall liegen lassen. Moment, da komme ich nicht hoch. Das heißt, ich muss schon hier lang. Ach, hier erinnere ich mich auch noch dran. Okay. Dann können wir auch gleich speichern. Lass mal überlegen. Komme ich da irgendwie hoch? Nee. So direkt sehe ich jetzt nicht, wie ich da hochkomme. Na gut, dann bleibt das da oben einfach mal liegen. Ansonsten... Oder komme ich da drüben weiter? Ich glaube schon, dass ich da drüben weiterkomme, kann das sein? Ach, da wäre... Okay, ich sehe schon. Ihr seht es auch. So natürlich nicht. Oh, ho, ho, ho. Aber man kann sich da ducken, glaube ich. So, erstmal warten vielleicht, bis das Ding durchkommt. Oh. Und dann sollte man auch nicht im falschen Moment raufgehen. Oh, ist das dreckig. Diese blöde Falle da unten. Ihr Schweine, ey.
Ja gut, das hat mir jetzt ja nichts gebracht, oder? Und doch ein Leben hat es mir dazu gegeben. Dann warten wir mal kurz ab. Ah! Egal, was da unten ist, bleibt da unten, würde ich mal sagen. Okay, ha. Kommt man da links nicht weiter, beziehungsweise wo ist denn das? Doch, da kommt man auch weiter. Super, sage ich da mal. Ah, fuck. So. Ein kleiner Fehler und man ist echt dran in dem Spiel. So, das schreit doch geradezu danach, hier zu speichern. Oh. Sehr schön. Ich erinnere mich, dass wir hier mal darunter standen und ich mich dann auch gefragt habe, wie man da rankommt. Also ihr seht, leider habe ich hier sehr viel Energie zurückgelassen, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gerade nicht die Muße, alles einzusammeln. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, das wird hier kein 100% Durchlauf. Sondern ich werde ein paar Sachen einfach mal da lassen. So. Jetzt hat die Frage, wo es weitergeht. Oh. Schaut so aus, als geht's da oben weiter. Da haben wir den guten alten Kuro nochmal gesehen. Ah. Okay, ich bin noch gerade am Überlegen. Ja, man könnte theoretisch nach unten auch weiter und die ganzen Goodies noch einsammeln, die da rumliegen, aber hey, das ist mir gerade fast zu viel Act. Ich glaube, dann schauen wir lieber mal den eigentlichen Weg weiter. Ah, so macht man das ja. Donsumpf und der Horuberg. Ja gut, wo kommt man denn da am besten hin? Also wir sind wieder hier. Ich würde mal sagen, versuchen wir einfach links unser Glück, oder? Richtung Horuberg. Oder das ist es. Moment, ich muss mal kurz rauszoomen. Also der Horuberg scheint wohl der da oben zu sein. Und nach links müssen wir auf jeden Fall. Hm. Mal einmal speichern. So. Energie eingesammelt. Ach, das waren die Viecher, genau. Haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. So ein bisschen Open World hat das Ding ja dann doch, was an sich cool ist, aber es bietet natürlich auch eine hohe Chance, dass man sich dann doch verläuft. Wohl so richtig groß das Problem, dass ich mich verlaufe, hatte ich jetzt eigentlich nicht. Also es war immer dann doch irgendwann ersichtlich, wo man weiterkommt, wenn man sich ein bisschen umgeschaut hat. Nice, wie viel hat denn der jetzt abgeworfen, ey? Da ist der Platz, sag ich mal. Können wir da irgendwas machen?
kann es noch einmal versuchen. Nee, das bringt nichts. Nee, das bringt auch nichts. Ja, gut, da kommen wir ja sowieso nicht weiter. Das heißt, ich muss oben lang. Ah, nein! Fuck! Ich hätte kurz überlegt, davor zu speichern, dann habe ich es dann doch nicht gemacht. Hätte ich es mal lieber gemacht. Das hätte uns einiges an Arbeit erspart. Ah. Kann sein, dass man diesen Käfer, den wir jetzt gerade gesehen haben, dass man den erstmal platt machen muss, um weiterzukommen. Weil die Tür, oder die Tür, sag ich schon, dieses, diese Mauer, die da war, die war ja grün, also ähnlich wie er. Und es ist ja häufig so, dass man bestimmte Gegner erst killen muss, bevor man gleich weiterkommt. Und es kann gut sein, dass es sich um so einen Gegner hier handelt. Dass der Schlüssel sozusagen er selber ist. Okay. Muss nicht von diesen kleinen Viechern kriegen lassen. Ja gut, jetzt mache ich noch den platt und dann speichere ich erstmal. Ich vermute, das könnte durchaus mehrere Anläufe brauchen. Das ging weit. So. Okay. Dann versuchen wir es doch einfach mal, würde ich sagen. Ah! Schwierig ist es dann doch. Das hatte ich nämlich vermutet. Oh, der hält einiges aus. Beziehungsweise ich habe ihn gar nicht getroffen. Problem ist natürlich, wenn er in Bewegung ist, habe ich echt ein Problem, weil... Krieg den mal da. Nee, ich mache kein Damage bei ihm. Dann ist das halt nicht die Rätselslösung. Oh Mann, roll halt los. Also manchmal kommt man auch nicht wirklich hochgesprungen. Eieiei! Der ist ja wirklich übel. Oh, fuck you, ey. Muss den irgendwie runtergerollt bekommen. So. Man dem dann erstmal los. Mit dem Laser könnte man ihn natürlich platt machen. Das ist natürlich eine Überlegung. Ich glaube, das könnte auch tatsächlich so funktionieren. Das heißt, wir lassen ihn erstmal abhauen. So. Dann machen wir dich da oben platt. Du nervst nämlich hier rum. So. Ah. Schwierig. Erstmal warten, bis er wiederkommt. Ja. Nein! Warum hast du ihn nicht platt gemacht? Blöder Laser. Ey, fick dich, Laser, was soll denn das? Alter, wie macht. Was macht man? Was soll man denn hier machen, bitte? Ja, okay. Ich ignoriere den Laser einfach mal, würde ich sagen, oder? Hoch, knapp war es dann doch. Sonst geht's ja schon noch gut, oder? Ich bin mir sicher, dass man diese grünen Viecher platt machen muss, um diese Türen hier zu öffnen. Oh ne, der Ex.
Ach, der explodiert dann. Okay. Weil ich mich schon jetzt gerade gewundert habe, weil eigentlich hat er mich ja nicht erwischt. So rein physisch. Das muss halt sozusagen... Ja, eine Explosion. Ich dachte, der überrollt mich halt einfach, aber scheinbar explodiert er ja. Gut. Kann natürlich auch anders ausweichen. Nicht kaputt. Ha, okay. Ja, gut. Ha, ja. Das funktioniert leider nicht so. Aber hier war ich schon mal, ich weiß, und da habe ich mich dann auch gefragt, wie es hier weitergeht. Kommst du her? Ah, nee, so funktioniert das nicht. Ja, tut mir leid, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich hier weiterkomme. So viel dazu, man findet immer relativ leicht den Weg. Den ist ja dann doch nicht so. Ach toll, jetzt habe ich hier gespeichert. War jetzt eigentlich gar nicht mein Anliegen. Ich habe aber eine Idee, warte mal kurz. Ja, man kann den nämlich schleudern. Ja, so geht das. Ah ja, dann so gesehen doch ganz einfach. Oh. Das ist etwas, wo man Schaden nimmt. Okay, ich verstehe. Oh boy. Ja, ein bisschen schneller schießen wäre eigentlich ganz geil gewesen. Oh Mann! Hohoho. Okay, das wird eine harte Nummer. Ihr seht's schon. Ja, es ging ja eigentlich sogar. Letzte Mal zum Speichern, ja. Und keinen Millimeter zu früh. Kann ich die kaputt machen? Ja. Du fliegst mal dahin. Ah ne, ich flieg dahin, okay. Die Umgebung ist ja auch mal geil. Komplett was anderes. Vor allem, weil man jetzt zum ersten Mal nicht in diesem Wald-Setting ist. Das Element der Wärme liegt hinter den Toren des Horobergs. Um dorthin zu kommen, müssen wir den Sonnenstein hoch oben im Gipfel des Trauerpasses finden. Ja, gut. Das zeigt mir doch, dass ich hier dann doch nicht richtig bin. Hm. Ja, da ist dann ja auch irgendwann guter Rat teuer. Wo komme ich denn dann hier weiter?
Ja gut, aber wie komme ich in diesen Nebelforst? Das ist halt die interessante Frage hier. Riskier's und geh jetzt erstmal den ganzen Weg zurück, ja. Wahrscheinlich schon, gell? Aber weiter kommt man hier nicht. Okay, ja, man sieht's ja, hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Ah, ja. Da habe ich mich ja was manövriert hier. Okay, das wird jetzt schwierig. Was? Oh, fuck. Ich hätte gern die Option, mehr als einen Spielstand gerade zu haben. Meine Herren. Ja, super. Ja, der feuert zu langsam, da kommst du nicht hoch. Und der andere feuert halt mal gar nicht. Ich brauche mehr Leben, weil sonst kannst du es eigentlich knicken. Ja. Ach, da wäre ja auch was, okay. Schön wird. Ja gut, lass ich eben andere die Drecksarbeit machen. Ach nee! Feuert der Kilometer weit. Ah, Mann. Ja, toll. Bin ich natürlich echt in der Falle. Oh nee! Macht euch doch gegenseitig fertig. So macht man das ja. Komme ich da oben mal an? So. Ach, komm schon, dann feuert er nicht mehr, weißt du? Wo ist denn dieses Froschviechchen? Okay. Speichern ist jetzt leider gerade nicht, wo ich es mir jetzt sehnlichst wünschen würde, dass ich jetzt speichern könnte. Das habe ich vorhin noch gesagt, dass man sich hier nicht verlaufen kann, und dann habe ich es jetzt aber auch wirklich mal gerade bewiesen, wie einfach das ein Schuss. Ey, ich doch volles Leben. Scheinbar ist es scheißegal, wie viel Leben man hat. Ey, bitte nicht. Was? Sorry, wenn ich da laut werde, aber was war denn da jetzt bitte schön, was mich jetzt gekillt haben soll? Ja, da ist klar, aber... Ey... Ja toll, wenn man den zweiten... verpasst, dann kannst du es eigentlich knicken. Und das ja, klar, ballert er mich direkt ab. Ja, alles klar. Was? Ey, ist das gerade doof? Ist das blöd? Bitte, schieß schneller. Ach komm. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Also, ich halte es für mehr oder weniger ausgeschlossen, hier weiterzukommen. Ich habe mich da, glaube ich, echt in was ganz, ganz Blödes manövriert. Kann auch sein, dass es gar nicht gedacht ist, dass man hier wieder zurückgeht.
Nicht jedes einzelne Mal. Jetzt, ey, jetzt ist aber auch langsam gut. Wenn das andere Ding nicht feuert, kann man nichts machen. Man hat keine Chance. Oder wenn das eine zu blöd feuert. Ach, ist das jetzt alles lustig? Das macht ja jetzt wahnsinnig Spaß. Ja, bitte nochmal. Feuer doch. Weißt du, das eine Ding macht Dauerfeuer, macht mich platt wie nochmal was und das andere Ding feuert nicht einmal. Oh fuck, das hätte ich sogar schaffen können. Nee. Komm, laber nicht. Ach, komm schon. Nein! Das ist doch lächerlich! Was killt mich denn da bitte? Was. Also zum Beispiel, das war jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich habe jetzt nichts anders gemacht als die dreimal davor, wo ich gekillt wurde. Jetzt schon wieder! Das ist nichts anderes als das, was ich eben gemacht habe. Mal überlebe ich es. Ja, genau. Es war genau die gleiche Position. Nee. Ich darf dann nicht nochmal springen. Das ist die Gefahr. Okay. Einmal hoch. Zweimal hoch. Und jetzt komplett quer. Einmal hoch. Und das war's. Verpiss dich. Nein! Alter, das ist so bitter, dass ich so wenig Leben habe. Okay. Ich gebe zu, dass mein Rant vorhin war ein bisschen übertrieben. Man kommt hier doch eigentlich ganz gut durch. Oh! Ha! Ha! Aber da nicht. Oh Gott. Ja, das habe ich nicht mitgedacht. Schon wieder nicht mitgedacht. Einmal hoch. Ja, so nicht. Oh, das ist genauso furchtbar anzuschauen, wie es zu spielen ist. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, leck mich doch am Arsch. Ach, warum springe ich da, ich Idiot? Warum? Was mache ich denn da wirklich? Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Das ist ein Spiel, wo der Forscherdrang, sprich irgendwo hinzugehen, wo man vielleicht gar nicht hin sollte, immer so richtig bestraft wird. Wäre ich hier bloß nicht hingegangen. Aber wir können den jetzt mal zu unserem Vorteil nutzen. Zumindest den Schalter kann man ja auf jeden Fall aktivieren. Eieiei, okay, gar nicht so einfach. Aber das kriegen wir hin. Ich würde sagen, das kriegen wir hin. Wir müssen jetzt nur mal darüber. Was mich dann doch interessieren würde, was denn hinter diesem Schalter liegt. Vielleicht geht es hier nämlich doch weiter. Schauen wir mal. Also irgendwas ist ja da oben. Wir sehen es ja. Allerdings würde ich da nicht hin, ohne vorher gespeichert zu haben. Das heißt, ich
So, was haben wir denn hier? Ah, eine Lebenszelle. Oh, das ist auch nicht schlecht. Die hätte ich fast übersehen, ey. Ja, super, das kann ich gleich speichern. Das ist herrlich. Weil der Laser mich 100% platt macht, wenn ich nicht aufpasse. Oh, oder das Viech. Das hätte jetzt mega in die Hose gehen können, hätte ich jetzt nicht gespeichert. So. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, genau. Ah, ich verstehe, wenn er auf Distanz geht, schießt er und wenn er nah ist, dann benutzt er eben den Laser. Hm. Das muss ich mal. Dich mache ich erstmal platt. Das ist meiner Meinung nach die sicherste Variante, den erstmal kaputt zu machen. Ah, okay, hier kann man einfach nur speichern. Ja gut, ihr seht es ja, jetzt momentan hänge ich so ein bisschen. Ich werde mir einfach mal gründlich überlegen, wo es denn theoretisch weitergeht und dann in der nächsten Episode hoffentlich endlich den richtigen Weg finden. Der ja... Puh. Das Problem ist, man sieht aber auch nicht, wo es hier weitergehen könnte. Da war ich schon überall. Ah, crap. Klar. Ich glaube, wir müssen zum Lebensbaum zurück... Also zur Waldsenke praktisch hier zurück. Zu dem Baum und dann tippe ich mal drauf, dass wir da links weiter können. Das heißt, ich bin halt schon gar nicht mal so weit weg. Aber wie dem auch sei, das machen wir einfach in der nächsten Episode und sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Ori and the Blind Forest. Also, bis dann.